Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim heutigen Webinar zum Thema soziale Phobien und vor allem, wie man soziale Ängste und Phobien mit dem VR-Coach Smart System behandeln kann. Mein Name ist Michael Altenhofer. Ich bin einer der Gründer der VR-Coach GmbH und freue mich, dass wir hier heute gemeinsam eine, ja, wahrscheinlich knappe Stunde oder gute Stunde verbringen werden. Ja, das VR-Coach Smart System kennen Sie vielleicht schon. Das ist ein System für die VR-Therapie. Besteht aus Hardware-Komponenten, das heißt aus einem leistungsstarken Laptop und einer VR-Brille mit Kameras und verschiedenen Software-Paketen, ja, für Ängste, Süchte oder Zwänge. Das Thema soziale Phobien ist hauptsächlich natürlich im Paket für Ängste präsent. Aber wir werden uns auch anschauen, dass auch die Szenarien vom Suchtpaket genauso gut auch für soziale Interaktionen, also auch für Patienten mit sozialen Phobien verwendet werden können. Machen wir eine kurze Vorstellung des Angstpaketes, das ich hier schon geöffnet habe. Ich habe auch die Brille verbunden. Das heißt, wenn ich die Brille bewege, ab und zu bewege ich sie ein bisschen, dann bewegt sich hier auch das Bild. Ja, das Ganze hier ist eine Trainingsumgebung, einerseits für Sie als Therapeutin oder Therapeut, aber auch für Ihre Patienten. Die üben hier gewisse Dinge zu tun, ja, mit einem Avatar zu sprechen. Ja, das ist eher etwas, das Sie üben, wie Sie hier Texte eingeben können in die Text-to-Speech-Funktion. Die ist ganz neu. Das ermöglicht Sie, dass Sie individuelle Konversationen zwischen Avataren und Patienten ermöglichen können. Und Patienten üben eher das Herumgehen und wie man hier mit virtuellen Händen Gegenstände greifen kann. Ich zeige es eh gleich mal vor. Übrigens, wenn es so ist, dass das Bild von diesem Mitschauscreen bei Ihnen sehr wackelig ist oder sehr, ja, sehr abgehackt wirkt, das liegt an der Aufnahme. Ich nehme ja hier gerade unsere Software sozusagen auf, damit ich das als Webinar präsentieren kann. In Wirklichkeit ist das sehr flüssig, ja, die Brillenbewegung und der Mitschau-Screen, das ist eine Echtzeitübertragung. Es kann aber leicht sein, dass das im Webinar nicht der Fall ist. Ja, das ist aber nicht aussagekräftig für die eigentliche Performance. Ja, das nur so vorweg am Anfang. Gut. Also ich kann mich hier mal hinbewegen. Ja, das kann ich machen, indem ich selber gehe. Ja, das mache ich jetzt gerade nicht, weil hier mein Tisch im Weg stehen würde. Ich kann mich aber auch hin teleportieren, ja, mit dem Controller. Ich kann hier Gegenstände greifen. Hier irgendwelche Aufgaben lösen, wenn man so will, kann mich hierhin teleportieren, diesen Ball nehmen und so weiter. Und man könnte jetzt auch mit dieser Frau Konversationen führen. Das nur kurz als Erklärung, damit Sie wissen, was Sie hier so sehen gerade. Ja, zurück zur Vorstellung. Im Angstpaket sind sehr viele spezifische Phobien, ja, Angst vorm Autofahren, Angst vor Nahrung, Blut, MRT-Scanner, verschiedene Tierphobien, Höhe natürlich. Flugzeug, Flugangst, dann gibt es aber nicht nur die interaktiven Szenarien, sondern auch die 360-Grad-Filme. Da haben wir etwas für Klaustrophobie. Sieht man schon auch ein bisschen das Thema Sozialphobie, wie es hier präsent ist, aber auch dunkle Keller, Zahnarzt, öffentlicher Park und dann viele Naturexpositionen für Entspannungstrainings. Kurz noch zur Erklärung die Unterscheidung. Was sind Szenarien, was sind Filme? Filme sind mit einer 360-Grad-Kamera produziert. Das heißt, man ist hier umgeben von echten Bildern. Das macht es realistisch. Hat aber die Einschränkung, dass Patienten hier nur Beobachter sind. Also nicht so, wie ich es gerade gezeigt habe, sich bewegen können und irgendwas tun können. Das geht bei Filmen nie. Aber sie haben den Mehrwert der echten Bilder. Szenarien hingegen sind computergeneriert. Warum macht man sowas? Weil man Patienten ermöglichen können sollte in einer VR-Therapie, dass sie sich auch selber bewegen, dass sie selber Aufgaben lösen. Das ist für diese sogenannte Immersivität, also für das Gefühl, wirklich dort zu sein, sehr wichtig. Und das löst einen oft noch stärkeren Realismusgrad aus. Also wenn ich jetzt nur von einer Computergrafik umgeben wäre, wäre es wahrscheinlich nicht realistisch. Zumindest nicht so wie ein 360-Grad-Video, wo man echte Bilder sieht, aber dadurch, dass ich mich bewegen kann, dass ich etwas tun kann, dass ich mich Objekten annähern kann, dass ich mich
im Bus zu jemandem hinsetzen kann, der mich dann anspricht und so weiter und so fort, ja, wirkt das sehr, sehr realistisch. Und gerade bei Phobien, auch bei sozialen Phobien, braucht man aus unserer Sicht beides. Die 360-Grad-Filme, damit auch echte Menschen vorkommen in den Umgebungen, aber auch die Szenarien, damit hier die Patienten mehr Interaktionsmöglichkeiten haben. Wahrscheinlich ist Ihnen das in Ihrer Praxis oder in Ihrer Klinik auch schon so begegnet, dass es im Prinzip zwei Arten gibt von ja, sozialen Phobien. Das häufigste ist vermutlich, dass Menschen zu Ihnen kommen, ja, die darunter leiden, wenn sie wo unterwegs sind, wo sie das Gefühl haben, Menschen beobachten sie. Daraus resultiert dann auch der Glaube, dass diese Menschen sie bewerten. Ja, da spielt auch der Selbstwert ein großes Thema. Das heißt, solche Patienten ermöglicht man in einer VR-Umgebung Expositionen, wo sie das Gefühl haben, dass sie beobachtet und bewertet werden. Aber es gibt auch eine andere Gruppe, die haben eher Angst davor, vom Versagen, wenn sie mit Menschen interagieren. Ja, die haben dann Angst, dass sie zittern, dass sie zum Stottern anfangen, dass sie einfach die Dinge nicht mehr tun können. Ja. Hier sind die Szenarien natürlich sehr wichtig, weil man nur in den computergenerierten Szenarien Patienten ermöglichen kann, dass sie aktiv etwas tun. Ja. Für das Gefühl, beobachtet zu werden, verwenden wir beides, Szenarien genauso wie Filme. Für Ihre therapeutische Arbeit würden wir zu Beginn Filme empfehlen, weil das von der Handhabung her einfach viel einfacher ist, sowohl für die Patienten als auch für Sie. Schauen wir uns mal die Filme an. Übrigens werden wir auch feststellen, dass viele Themen, wo, sage ich mal, die Grundidee ein anderes Krankheitsbild war, zum Beispiel eine spezifische Phobie, sagen wir mal Flugangst, dass sich solche Programme auch genauso für soziale Phobien eignen, weil es auch in einem Flugzeug soziale Interaktionen gibt mit anderen Passagieren. Oder auch hier sehe ich schon den Aufzug, da war die Grundidee Klaustrophobie. Ja, dann haben uns Ärzte rückgemeldet, sie verwenden das auch für soziale Phobien. Deswegen haben wir das hier auch ergänzt, weil das ja auch eine Situation ist, wo man eine sehr, ja, sehr starke Nähe hat zu anderen Menschen, das dann für Sozialphobiker auch sehr unangenehm werden kann. Schauen wir uns mal der Reihe nach alle Programme an, die sich aus unserer Sicht sehr gut für Patienten für soziale Ängste eignen. Hier ein Klassiker, natürlich Publikum im Seminarraum. Selbst wenn das keine Alltagssituation ist für Ihre Patienten, empfehlen wir trotzdem so eine Exposition, weil es das Gefühl des Beobachtetwerdens einfach maximiert. Und darum geht es erstmal in der VR-Therapie, um diese Problememotion herauszuholen, zu maximieren. Egal, ob das eine Alltagssituation ist oder nicht, einfach mit dem Ziel, dass Sie dort die Patienten abholen können und dann therapeutisch mit ihnen arbeiten können. Ich erkläre auch ein bisschen den technischen Ablauf. Also wenn Sie hier in dem Fall einen Film auswählen, klicken Sie einfach drauf, dann klicken Sie hier auf Start. Der Patient sollte hier die Brille schon aufhaben und nach einigen Momenten, nach einigen Sekunden wird dann dieser Film geladen und der Patient befindet sich hier in einem Seminarraum. Ja, da es ein Film ist, gibt es hier echte Menschen. Das hier ist meine Hand, das ist der Controller, die kann mal weg. Ja, und da ist man dann exponiert und diese Damen und Herren verhalten sich sehr unterschiedlich. Manche sind ein bisschen kritischer, haben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dann sind sie wieder abgelenkt, dann wird da auch mal mit dem Telefon gespielt, da werden Notizen gemacht. Da könnte es dann auch schon um mich gehen, könnte ich mir vielleicht denken als Patient. Die Dame schaut mich jetzt kritisch an, die mustert mich so von oben bis unten. Da hinten wird auch mal ein bisschen gewitzelt. Ja, da weiß ich auch nicht, ob es da um mich geht. Die Dame hat so gar keine Freude mit mir. Da schreibt auch wieder einer mit. Und in den nächsten, ja, 12 Minuten verhalten sich die sehr, ja, sehr, ich sag mal, nicht spektakulär. Also die machen jetzt keine markanten Dinge, aber trotzdem unterschiedlich. Ja, mal sind sie eher wohlwollender, mal ein bisschen kritischer. Und das ist eine Endlosschleife. Also nach 12 Minuten beginnt das von vorne. Aber da es hier keine sehr markanten Dinge gibt, fällt das auch nicht auf. Also da sind Patienten auch mal 20, 30 Minuten drinnen. Ja, da geht es schlichtweg um das Gefühl des Beobachtetwerdens. Ja, und nicht darum, hier irgendetwas zu tun, kann man auch nicht, weil es ein Film ist. Aber man ist hier völlig exponiert. Und das ist auf jeden Fall eine Situation, die für Ihre Patienten wahrscheinlich sehr unangenehm ist, wo Sie dann durch Ihre Fragen oder auch durch etwaige Zusatzübungen auch therapeutisch gut andocken können bei den Patienten. Da gibt es auch nur diese eine Szene. Wir schauen uns jetzt Filme an, wo es verschiedene Szenen gibt und wie man das handhabt.
Wenn man ein Programm wechselt, geht man immer zurück in die Lobby. Das ist dieses Trainingsszenario, das Sie zu Beginn gesehen haben mit diesen Würfeln. Und von da heraus kann man dann einen Film wechseln und einen neuen Film aufrufen. Ja, nehmen wir mal die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, da sieht man schon, dieser Film besteht aus vier Teilszenen. Der Film an sich wurde so produziert, dass man bei einer Haltestelle, bei einer Straßenbahn steht. Nach 2 Minuten kommt die Straßenbahn, da gibt es einen Bildwechsel, da bin ich in der Straßenbahn. Nach 2 Minuten gibt es wieder einen Bildwechsel, da bin ich bei der Bushaltestelle. Und nach weiteren 2 Minuten in etwa gibt es wieder einen Bildwechsel und man ist im Bus. Also hat man hier zweimal Haltestellen und dann hat man eine Straßenbahnfahrt, eine Busfahrt. Aber so in dieser Grundproduktion verwendet den Film niemand, weil niemand will nur 2 Minuten wo exponiert sein, sondern man kann hier eine Szene auswählen. Sagen wir mal, ich verzichte auf die Haltestelle, ich will nur die Straßenbahnfahrt. Dann wähle ich die Szene 2 aus und damit das aber nicht nur 2 Minuten dauert, klicke ich hier auf Endlosschleife und erst dann starte ich. Und da bin ich hier schon in der Straßenbahn. Ja. Bin ich auch umgeben von anderen Fahrgästen, auch hinter mir sind welche. Und für Menschen, die ungern Straßenbahn fahren, ja, weil sie diese Nähe zu anderen Menschen nicht wollen, ist auch das eine schwierige Exposition. Ja. Kann man jetzt auch ewig den Patienten in dieser Straßenbahn fahren lassen. Ja. Die einzelnen Szenen innerhalb eines Films können Sie schon direkt wählen. Vielleicht wollen Sie mal eine Busfahrt. Ja, dann klicken Sie hier auf die 4. Ja, da ist jetzt der Bus noch bei der Haltestelle, wird aber in einer halben Minute ungefähr losfahren. Ja, und hier gäbe es noch die Straßenbahnhaltestelle und hier noch die Bushaltestelle. Das heißt, Sie können hier sehr abwechslungsreich mit Ihrem Patienten arbeiten. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass sich hier so ein Screen geöffnet hat. Ja, das sind Biofeedback-Daten, die hier angezeigt werden. Man kann den Patienten zu einem bestimmten Fingersensor anschließend den TPS Evo, ja, den es auch bei uns gibt. Und dann werden hier in Echtzeit Daten angezeigt, nämlich Hautleitwiderstand, Fingertemperatur und Puls. Ja, nochmal zurück in die Lobby. Welche Filme gibt es noch, die sich für soziale Phobien eignen? Schauen wir uns mal Aufzug an. Besteht aus zwei Szenen. Die erste ist der Aufzug ohne Menschen. Ja, würden wir jetzt eher für Klaustrophobie empfehlen. Aber wenn es um soziale Phobien geht, nehmen wir die Szene mit Menschen. Das heißt, ich klicke auf die 2, dann auf die Endlosschleife. Sonst wäre das nach 1, 2 Minuten schon vorbei. Ja, aber so können Sie Ihre Patienten endlos in einem Aufzug lassen mit anderen Menschen, ja, der wirklich sehr eng ist. Also hinten ist schon die Wand und da passiert auch nichts. Ja, da geht nicht die Tür auf und plötzlich ist man alleine, sondern man bleibt so. Und das ist ja auch das Ziel der VR-Therapie, dass man die Menschen, die Patienten möglichst lange in den unangenehmen Situationen belässt. Ja, da muss es kein Happy End geben, dass am Ende eh die Tür aufgeht und alles gut wird, sondern man löst bewusst diese Problemsituation aus. Das kann bis hin zu einer Panikattacke gehen, weil erst dann können Sie verhaltenstherapeutisch wirklich die Patienten da abholen. Ja, dann machen Sie Zusatzinterventionen wie Entspannungsübungen oder kognitive Übungen, wo man gewisse Gedanken einfach ersetzt. Ja. Oder Patienten machen die Erfahrung, dass die Angst irgendwann sowieso alleine nachlässt. Ja, auch das kann eine Art Intervention sein, wo sie einfach gar nichts tun, wo sie nur versuchen, durch die VR-Exposition die Angst zu maximieren, ja, bis sie von alleine nachlässt. Auch das ist ja eine Erfahrung, die hilfreich ist, für die Patienten. Dann haben wir hier noch auch interessanter Zahnarzt, in der Grundausrichtung natürlich für Menschen, die Angst haben vom Zahnarzt. Ja, ich kann jetzt aber zum Beispiel die Szene, ich glaube, es ist die Szene 2, ja, das ist die Warteraumszene, auch für Sozialphobiker verwenden. Ja, weil dieser Warteraum ja ein beliebiger Warteraum sein kann. Da muss ich ja nicht unbedingt darauf hinweisen, dass es ein Zahnarztraum ist. Moment, da bin ich jetzt noch, nochmal hier, ja, jetzt haben wir den Warteraum. Es kann auch ein alltägliches Wartezimmer sein, ja, wo Sie den Patienten auch sehr lange
drinnen lassen können. Was haben wir noch für Videos? Hier der öffentliche Park. Diesen Film könnte man theoretisch auch genauso abspielen, wie er produziert worden ist. Ja, der Ablauf ist so, dass der Patient in einem Park auf einer Bank sitzt, alleine, und es spazieren immer wieder Menschen vorbei. Ja, das ist hier die Bank. Und da sehe ich schon eine Gruppe Menschen und da werden immer mehr Menschen dann vorbeispazieren. Und irgendwann nach ein paar Minuten setzen sich diese Menschen neben dem Patienten auf die Bank. Ja, zuerst auf diese zweite Bank dort und dann direkt neben dem Patienten. Das ist dann sozusagen die Steigerung. Ja. Das würde ich beim ersten Mal, wo Sie diesen Film verwenden, auch genau so lassen, ja, ohne dass Sie hier Szenen auswählen. Aber wenn vielleicht der Patient dann das nächste Mal kommt und es geht primär um die Situation, da sitzt jemand neben mir, dann können Sie hier auch gleich zur zweiten Szene gehen und auch die Endlosschleife anklicken. Dann haben Sie hier den Patienten, solange Sie wollen, hier neben diesen Menschen hier sitzen, ja, der hier Zeitung liest. Und auch da sieht man, wie wichtig auch der Mitschau-Screen sein kann. Denn was Patienten gern machen, ist, dass sie nur in die Richtung schauen. Ja, das wäre dann ein Vermeidungsverhalten. Und Sie als Therapeutin, als Therapeut würden den Patienten darauf hinweisen oder ihn, ja, anhalten, dass er eher dahin schaut, wo er bewusst wahrnimmt, da ist jemand. Ja, sonst wäre das leicht auszuhalten. Aber wenn man sich immer wieder bewusst macht, da sind welche, ja, sehr nah neben mir, dann wird das auch unangenehm und das ist auch genau das, was die Patienten auch aushalten können sollten, ja, dass sie nicht nur dahin schauen, sondern auch dahin, wo sie die Nähe zu den anderen Menschen auch bestätigt bekommen. Das heißt, Filme sind sehr einfach in der Handhabung, das funktioniert genauso, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja. Natürlich Sie als Therapeutin, als Therapeut machen während der Exposition schon noch mehr mit den Patienten, Sie führen Dialoge, Sie machen vielleicht Atemübungen. Sie machen Interventionen, die Sie auch sonst machen würden, ohne Vorher-Exposition. Nur halt während der Exposition, die da dann vielleicht auch besser überprüfbar sind, wie gut sie funktionieren, weil hier die Patienten in genau ihrer Problememotion sind. Zwischendurch können Sie Patienten auch mal belohnen, mit Entspannungsvideos. Das sind Naturexpositionen. Ich nehme mal hier die einsame Bucht in Mallorca. Die wird auch gerne metaphorisch aufgeladen als Rückzugsort, als Ort der Abgrenzung vom Alltag, als sicherer Ort. Ich spiele mal ab. Da könnte man auch eine Atemübung dazu anleiten oder eine progressive Muskelrelaxation oder auch einfach nichts, ja, einfach nur den Patienten das genießen lassen. Sie könnten auch hier den Fingersensor verwenden, damit Sie auch Vergleichswerte haben. Wie ist der Hautleitwiderstand in einer Naturexposition? Wie ist er nachher in der Angstexposition? Ja, da könnten Sie vielleicht auch, ja, Zielwerte für sich ableiten und mit dem Patienten besprechen. Jetzt schauen wir uns mal die komplexere Kategorie an Szenarien, also die computergenerierten Umgebungen, wo sowohl der Patient Aufgaben kriegt, aber auch Sie als Therapeutin, als Therapeut gefordert sind, von den Interaktionsmöglichkeiten, die Sie dann hier sehen, auch Gebrauch zu machen, zum Beispiel um ja, Szenarien graduell zu steigern, um es schwieriger zu machen, um die Patienten mehr herauszufordern. Ja. Zum Thema Sozialphobie ganz klar der Seminarraum, der dafür gedacht ist, der besteht aus drei Teilszenarien. Man hat hier die Vortragssituation im Stehen in einem Seminarraum mit circa 12 Avataren, die da sitzen. Eine Prüfungssituation, da sitzt man am Tisch mit drei gegenüber und eine große Bühnensituation mit so knapp 200 Zuhörern. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich nehme jetzt mal die Vortragssituation im Stehen und klicke auf Play. So, ich könnte jetzt selber, weil es ja ein Szenario ist, mich in die Mitte hinbewegen. In meinem Fall jetzt würde ich aber gegen die Tischkante laufen.
Also mache ich von der Teleportierfunktion Gebrauch, ja, und bin jetzt hier mal in der Mitte und schaue mir jetzt hier mal diesen Seminarraum an. Ja, ich stehe auch auf. Sie sehen jetzt schon, da unten gibt es einige Sachen, die Sie als Therapeutin, als Therapeut auslösen können. Ja, ich möchte jetzt mal, dass die Avatare zum Patienten, also in dem Fall zu mir, herschauen. So. Und damit das wirklich individuell wird und auch eine Herausforderung wird, gibt es bestimmte Funktionen und Übungen, die Sie anleiten können. Ich fange mal an mit der Text-to-Speech-Funktion. Sie können Avatare sprechen lassen. Das ist wichtig, wenn Sie mit virtuellen Menschen arbeiten, ja, wo man sieht, die sind nicht echt. Die lösen wahrscheinlich nicht so sehr das Gefühl des Bewertetwerdens aus wie die echten Menschen in einem Film. Aber wenn Sie sich sprechen lassen, ja, wenn Sie schwierige Fragen stellen lassen, dann wird schon wieder eine Herausforderung für die Patienten. Deswegen haben wir hier auch die Text-to-Speech-Funktion eingeführt. Sagen wir mal, Sie wollen den hier, den Patienten, etwas fragen lassen. Ja. Das, was ich jetzt mache, ist etwas, das Sie in Ihrer Sitzung vorbereiten. Das machen Sie nicht erst, wenn der Patient da ist in der Regel, weil man hier ein bisschen Vorbereitungszeit braucht. Ja, ich lege jetzt mal die Brille weg, weil ich brauche da zwei Hände. So, klicke hier auf den Pfeil, dann öffnet sich hier die Schaltfläche für die Text-to-Speech-Funktion. So, ich sage jetzt, ich möchte den hier etwas sagen lassen. Aber vorher werde ich hier Texte vorbereiten, damit ich nachher nicht so viel eintippen muss. Das heißt, ich kann hier Texte auch vorbereiten. So. Sagen wir mal etwas Kritisches, ja. Aus meiner Sicht ist Ihr Vortrag eine Themenverfehlung. Ja, gemein. So. Das sehe ich jetzt hier rauf. Das ist dann mein Textrepertoire. Und dann sagt vielleicht jemand anderer noch, klingt eh alles gut, aber gibt es dazu auch aktuelle Studien? Sie finden ja in Ihren Vorgesprächen heraus, was für den Vortragenden vielleicht problematisch ist, ja, wo er vielleicht ein bisschen ins Trudeln kommt, wo er vielleicht auch eine Panikattacke kriegen könnte oder zum Zittern anfängt oder zum Stottern anfängt, ja, wie auch immer die Symptomatik ist. Sie könnten das endlos hier fortführen. Also ganz, müssen auch nicht immer so lange Sätze sein. Sie können auch Ja, Nein hinschreiben, sodass Sie später sehr schnell mit ein paar Klicks die Avatare sprechen lassen können. So, jetzt ist vielleicht Ihr Patient zu weit, er hat die Brille auf, er spricht. Jetzt klicken Sie den hier an. Sie wollen, dass er diesen Satz sagt. Sie klicken den Satz an, Sie ziehen ihn da runter und dann klicken Sie auf Abspielen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt in der Aufnahme hören werden. Sie haben aber gesehen, während er gesprochen hat, ist hier der Text erschienen. Das hilft Ihnen auch, wenn Sie mal den Text nicht hören, weil der hauptsächlich hier aus den Kopfhörern kommt. Also die Patienten hören das sehr laut. Beim Laptop hört man das eher leise. Dann sehen Sie trotzdem hier, wenn das Gesagte vorbei ist. Ja. Dann kann darauf der Patient antworten und dann könnten Sie theoretisch einen anderen Avatar auswählen, der etwas anderes sagt. Ja, Sie können sogar ein Handzeichen geben lassen. Können hier jemanden ein Handzeichen geben lassen. Dann machen Sie hier wieder die Text-to-Speech-Funktion auf. Ich lasse aber das Zweite ist auch ihm nochmal sagen. Ja, das soll er soll sagen, klingt dir alles gut und so weiter. Sie sehen auch die Lippenbewegung, glaube ich, hier ein bisschen näher ran mit der Brille zu dem, der das jetzt sagt. Genau, und jetzt kann der Patient wieder antworten und Sie könnten dann die Frau etwas Kritisches sagen lassen, vielleicht mal jemanden loben lassen und so weiter und so fort. Und so, und das ist die Stärke der computergenerierten Szenarien, so kann man hier richtig viel rausholen. Ja, das geht bei Videos nicht. Ja, da hat man zwar echte Menschen, aber man kann nicht mehr rausholen als das, was vorhanden ist. Ja, das können Sie hier schon. Ja. Aber auch abgesehen von der Text-to-Speech-Funktion gibt es ja interessante Dinge. Also Sie haben jetzt einfach hier nur so ein Standardbild. Sie können aber auch anklicken, Whiteboard. Ja, dann kann der Patient die Aufgabe bekommen, dass er da hingeht
mit seinem Stift etwas schreibt, ja, oder zeichnet. Irgendwelche schwierigen Diagramme zeichnet, ja. Und dazwischen lassen Sie wieder mal einen Avatar etwas Kritisches sagen, während er was zeichnen soll. Also das kann man wirklich steigern, steigern und steigern. Und Sie könnten sogar vom Patienten echte Folien hier auf die Leinwand hochladen, ja, damit er eine echte Präsentation machen kann. Dazu klicken Sie hier auf Display, dann macht sich ein Ordner auf. Ja, nämlich in dem Fall Downloads. Das können Sie aber anders vorbereiten. Da kommt der Patient zu Ihnen mit einem USB-Stick und Sie laden, sagen wir mal, 5 Folien in diesen Ordner und das können Sie dann hier hochladen in das Szenario. Ja, ich nehme mal einfach das hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, klicke da drauf und dann kann ich hier mit dem Joystick, kann ich hier den Wechsel machen. Ja, und das könnte ich beliebig oft machen. Man kann auch 10 Folien hochladen. Und dann hat der Patient die Möglichkeit, hier einen echten Vortrag zu halten. Und Sie haben die Möglichkeit, dass Sie die Avatare individuelle Dinge sprechen lassen. Ja, zwischendurch können Sie auch mal Unruhe im Publikum erzeugen. Ja, dann murmeln die wieder. Ja, dann Publikum beruhigen. Dann wieder zum Redner hinschauen lassen. Dann wieder mal sprechen lassen, lachen lassen und so weiter. Also da kann man wirklich ja, sehr interaktiv mit den Patienten arbeiten. Das war jetzt nur mal das Szenario, das Vortragsszenario hier in diesem Seminarraum. Hier hat man jetzt ein Teilszenario, wo der Patient am Tisch sitzt. Ja, dem sitzen drei Avatare gegenüber. Und natürlich auch da selbes Spiel. Ja, mit Text-to-Speech können Sie hier Dinge fragen lassen, die zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch passen. Warum haben Sie sich bei uns beworben? Was sind Ihre Stärken? Ja, Sie können auch zwei, drei Avatare sehr knapp hintereinander sprechen lassen, sodass man das Gefühl hat, hier wirklich auch unter Druck gesetzt zu werden. Und so können Sie die Patienten herausfordern und sie in genau die Situationen bringen, vor denen die sich fürchten. Ja, um hier zu lernen, wie sie sich entspannen, wie sie ruhig bleiben, wie sie souverän bleiben. Ja, und wie auch immer Sie therapeutisch dann weiterarbeiten. Dann die Bühnensituation vor großem Publikum. Was ich jetzt machen werde, ich werde mich hier tatsächlich in meinem Raum ein bisschen bewegen, damit Sie sehen, wie man sich diesem Publikum auch annähern kann. Ich werde es auch so einstellen, wieder, das war auch vorher beim Seminarpublikum so, dass der Blickkontakt gehalten wird. Ich werde das gleich mal demonstrieren. Also man kann hier richtig in der Menge baden, ja. Und da gibt es tatsächlich wenig Möglichkeiten für Patienten, so etwas in real zu erleben. Und auch da zeigt sich die Stärke einer VR-Brille natürlich, um solche Expositionen zu ermöglichen. Ich hoffe, dass die Übertragung auf dem Mitschau-Screen nicht allzu ruckelig war. Ich vermute aber schon, aber Sie können darauf vertrauen, dass das sehr flüssig ist, ja, sowohl für die Patienten als auch für Sie als Therapeutin, als Therapeut, wenn Sie hier auf diesen Screen schauen, ja, in einer echten Situation, dass das immer in Echtzeit übertragen wird. Gut, gehen wir zurück in die Lobby. Jetzt haben wir uns also den Seminarraum angeschaut mit den drei Teilszenarien. Veranstaltungsfoyer geht natürlich auch in die Richtung Interaktion mit anderen Menschen. Kann hier die Anzahl der Tischgruppen vorher schon auswählen. So, jetzt habe ich hier drei Tischgruppen. Jetzt maximiere ich das mal. Was Sie hier machen können, ist, dass Sie den Patienten dieses Tablett hier mit Orangensäfte nehmen lassen und er den Auftrag bekommt, dass er das serviert. Ja, Sie könnten auch hier jemanden ein Handzeichen geben lassen.
dann bringt er das hin und dann könnten Sie auch wieder mit der Text-to-Speech-Funktion die Avatare, die hier zu sehen sind bei den Tischen, etwas sagen lassen, etwas Freundliches, etwas Abweisendes. Sie können die Patienten in Gespräche verwickeln, in alltägliche Dinge oder also Themen oder fragen lassen zu ihrem Job hier und so weiter und so fort. Ja. Da können Sie wirklich sehr individuelle Gespräche auch vorbereiten. So, ich zeige mal das mit dem Servieren. Da brauche ich beide Controller, weil ich natürlich zwei Hände brauche dafür. Ich schalte mal den zweiten Controller ein. Moment. So. Die haben mich jetzt natürlich ignoriert, weil jetzt niemand am Computer saß, zum Beispiel ein positives oder ein negatives Feedback auszulösen. Das macht man ja manuell. Oder auch mit der Text-to-Speech-Funktion, die dann zu mir etwas sagen lassen. Ja, und in dem Moment, wo sie hier etwas sagen lassen, schauen die auch immer zum Patienten und schauen ihm in die Augen, ja, während sie sprechen. Also auch hier viel Möglichkeiten für Gesprächssituationen, aber auch aktiv etwas tun, ja, weil hier ist ja bewusst eingebaut, dass man Gläser serviert, dass man ja auch, wenn man jetzt das Symptom hat, dass man zittrig wird oder dass man ungeschickt wird, dass dann hier mit so etwas auch üben kann. Ja. So, dann schauen wir uns vielleicht mal das Flugzeug an, ja, Flugzeug natürlich gemacht für Flugangst. Aber hier geht es ja auch um Nähe zu anderen Passagieren, um eine aufgezwungene Nähe. Man kann ja nicht hier ganz viel Platz auf einmal beanspruchen, ja, wenn man so einen Platz zugewiesen kriegt, hier in der Mitte, ja, zwischen zwei Passagieren, das ist schon ganz schön beengend. Ja. Und auch diese Passagiere kann man sprechen lassen. Die können mich in Gespräche verwickeln, ja, die können ja dafür sorgen, dass es für mich noch unangenehmer wird. Wobei dieser Platz hier in der Mitte eigentlich eh schon die Steigerung ist. Ja, ich könnte auch mal zuerst sagen, ich will die Passagiere wieder deaktivieren. Ja, dann sitze ich hier alleine und dann lasse ich den Patienten hier ganz links. Oder ich muss das nicht physisch machen, ich kann mich da auch hin teleportieren auf den Platz neben mir. Jetzt habe ich hier einen Gangplatz. Ja, und wenn ich jetzt auf Sitznachbar aktivieren klicke, dann habe ich hier neben mir jemanden. Ja, das wäre vielleicht zu Beginn eine Übung und erst später in die Mitte, wo man dann links und rechts jemanden sitzen hat. Ja. Auf all die anderen Funktionen gehe ich jetzt nicht ein, das hat mit Flugangst zu tun. Turbulenzansage, Turbulenzen, Masten fallen lassen, Start, Landung, regulärer Flug und so weiter. Ja. Aber auch für soziale Phobien, einfach aufgrund der Nähe zu anderen, kann man das auch empfehlen. Ein Szenario, auf das wir besonders stolz sind, ist hier die Busfahrt, ursprünglich gemacht für Agoraphobie, ja, ein leerer Bus. Ich werde einfach mal starten und vielleicht fällt Ihnen etwas dabei auf. So, Moment. Ich hoffe, es ist Ihnen aufgefallen. Das ist eine Kombination aus Szenario und Video. Das heißt, der Bus ist 3D modelliert. Warum? Damit man sich selber bewegen kann, damit ich den Platz auswählen kann, aber auch um Fahrgäste einzublenden. Ich werde es gleich machen. Aber wie Sie sehen, die Umgebung, die draußen vorbeizieht,
ist mit einer 360-Grad-Kamera gemacht. Das heißt, ich bewege mich in einem Bus und habe draußen eine echte Landschaft. Und das macht es nochmal, ja, wirklich viel, viel realistischer. Und bei allen, die das bis jetzt ausprobiert haben, also die waren wirklich begeistert, ja, sich bewegen können, sozusagen in einer echten Umgebung. Also auch wirklich eine Innovation, die da unseren Entwicklern gelungen ist. So, jetzt klicke ich mal auf Fahrgäste einblenden, damit Sie sehen, warum es auch für soziale Ängste geeignet ist, der Bus. Ich gehe da wieder rein jetzt, Moment. So. Ja, und diese Fahrgäste, die können Sie natürlich auch sprechen lassen. Ja. Zum Beispiel, wollen Sie sich zu mir hersetzen? Was sagen Sie zum heutigen Wetter? Ganz schön warm für die Jahreszeit oder frisch, was auch immer. Ja. Genau die Dinge, die Menschen mit einer sozialen Phobie nicht wollen. Ja. Gut, vielleicht noch eine Sache zu den Filmen, weil es gerade sehr aktuell ist. Also wir machen auch individuelle Filme und können diese dann auch in dieses Softwarepaket integrieren, beziehungsweise auch für die Selbstanwendung zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt gerade so einen, da ist gerade so ein aktueller Use Case, so ein Fallbeispiel aus einer Klinik in Baden-Württemberg. Die haben die Situation, dass sie einmal in der Woche in einem Gruppenraum eine Versammlung haben, wo circa 60 Patienten kommen, ja, mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. Und die, die eine soziale Phobie haben, wollen dort nicht hingehen, vor allem, weil es so ist, dass jede Woche einer von den Patienten die Begrüßung macht und auch durch den Tag moderiert. Also die bereiten sich auch vor, einen Tag lang Moderator zu sein. Und das ist für die mit einer sozialen Phobie natürlich schwer möglich, ja. Und da war die Idee der Klinik, dass wir vor Ort einen 360-Grad-Film machen mit genau diesem Raum und auch mit 60 Leuten und sich diesen 360-Grad-Film dann in einer VR-Brille die Patienten ein, zweimal am Tag in ihrem Zimmer alleine anschauen und sich so, ja, auf diese Moderation vorbereiten, damit sie es halt auch wirklich machen, ja. Also da gibt es dann sogenannte Standalone-VR-Brillen, die sich für die Selbstanwendung eignen, die man dann dem Patienten auch mitgeben kann. Aber zusätzlich können wir dieses Video auch hier in die Auswahl integrieren, sodass diese Klinik dann eine individuelle Softwareversion hat, wo auch ihre eigenen Filme mit drinnen sind. Ein anderer Film von derselben Klinik ist ein Kletterpark. Da gibt es einen großen also einen Klettergarten. Der ist nicht nur für Patienten mit Höhenangst interessant, sondern das ist auch für Depressionspatienten. Ja, da geht es um Lebensfreude, Lust, Aktivierung und so weiter. Wo es aber auch viele Patienten gibt, die das nicht machen wollen, ja, wo aber das Ziel ist, da irgendwann mal raufzugehen. Und da machen wir dann einen Film mit unterschiedlichen Szenen, mit unterschiedlichen Plätzen in diesem Klettergarten, den man sich dann auch in der Selbstanwendung anschauen kann. So, ich glaube, Sie sehen, wie präsent und umfangreich das Thema soziale Phobie in diesem Angstpaket ist, sowohl bei den Filmen als auch bei den Szenarien, wie sehr man die Szenarien auch individuell nutzen kann mit der Text-to-Speech-Funktion, aber auch mit vielen anderen Aktionen, die es da immer wieder gibt, die man auslösen kann bei den Szenarien. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen zu unserem Suchpaket, auch wenn das Thema soziale Ängste ist von diesem Webinar. Aber auch das Thema Süchte, da haben wir jetzt den Schwerpunkt Alkoholismus, ist prädestiniert für die Behandlung von sozialen Phobien, weil es auch da Szenarien gibt, in denen man Interaktionen mit anderen Personen hat. Und zwar sind das Alltagssituationen in einer Bar oder auch bei einer privaten Feier, zum Beispiel zu Hause. Also beim Angstpaket haben Sie ja gesehen, da gab es den Seminarraum, da gab es das Veranstaltungsfoyer. Das sind im Prinzip die Szenarien, wo sie ein Publikum haben oder natürlich auch das Flugzeug und den Bus, ja, also mit Fahrgästen. Aber hier in diesem Suchtpaket, ja,
gibt es halt auch noch die Bar- und die private Feier. Und natürlich jetzt bei Suchtpatienten ist der Fokus der, dass es hier um Trinkaufforderungen geht. Da geht es darum, dass Therapeuten versuchen, auch das Verlangen auszulösen, damit sie hier ihre Coping-Strategien überprüfen oder auch üben können mit den Patienten. Aber Sie als Therapeutin, als Therapeut können das ja beliebig handhaben, worauf Sie Ihren Fokus richten. Ich klicke jetzt mal das Bar-Szenario an. Ja, wenn Sie jetzt hier einen Sozialphobie-Patienten haben, dann wäre es zum Beispiel eine Idee, natürlich mit Gästen zu arbeiten. Ja, Sie können den Patienten hier zur Bar gehen lassen. Dann klicken Sie hier auf Bier zapfen lassen zum Beispiel. Sie könnten hier aber auch alkoholfreie Getränke bestellen auf dieser Karte. Und dann wäre eine Übung, ja, dass der Patient hier zu einem Tisch hingeht und sich fragt, ob er sich dazusetzen darf. Ja. Und mit der Text-to-Speech-Funktion können Sie dann individuelle Antworten geben lassen. Ja. Oder er hat die Übung, dass er sich sowieso da etwas weiter auf den Nebentisch hinsetzt. Ja. Und dann vielleicht proaktiv eine Konversation startet. Ja, das können Sie auch bei anderen Tischen machen. Oder er bleibt einfach hier mal am Tresen stehen und beobachtet das Ganze. Ja, wenn der wirklich eine Sozialphobie hat, dann war er vielleicht eh schon lange nicht mehr in einer Bar und dann ist alleine die Exposition in so einer Umgebung für ihn schon eine Herausforderung. Ja. Und dasselbe mit dem Szenario private Feier. Also hier Supermarkt ist ein Szenario, das Sie für Sozialphobie nicht verwenden würden. Da gibt es keine Interaktionen mit Menschen. Da geht es um ein Einkaufsverhalten, da sind aber keine Avatare dabei. Aber private Feier ist auf jeden Fall auch wieder prädestiniert für soziale Ängstlichkeit, weil es auch eine ganz klare soziale Situation ist bei einer Feier. Ja, viele Ihrer Patienten werden schon ewig nicht mehr bei einer Feier gewesen sein. Da können Sie auch Gäste einblenden lassen. Ja, und dasselbe wie in der Bar, sich wohin setzen lassen. Sie können hier auch zuprosten lassen, also die Prosten dann auch. Sie können auch hier mit einem Flaschenöffner das Bier aufmachen. Mir gelingt das jetzt gerade nicht. Habe ich wahrscheinlich auch falsch in der Hand. Und da gibt es noch mehr. Gibt es auch hier in der Küche eine Möglichkeit, ja, wo Sie Konversationen anleiten lassen können und so weiter. Oder auch dort unten beim Sofa. Ja, also viele Möglichkeiten für Konversationen. Das ist ja das, was, oder auch für Geselliges, um das geht es eigentlich auch, dass die Patienten mal wo exponiert sind in einer geselligen Umgebung. Ja, da geht es vielleicht noch gar nicht so sehr um die Konversation, das kommt vielleicht nachher, aber alleine das Dortsein ist schon etwas, wo, ja, wo Menschen vielleicht zu Beginn sich unwohl fühlen und wo es vielleicht auch schon die ersten Symptome gibt, wo sie dann auch wieder therapeutisch weiterarbeiten können. Ja. Also das auch so als Hinweis, dass auch das Suchpaket für soziale Phobien geeignet sein kann. Gut, jetzt haben Sie einen umfangreichen Einblick bekommen, wie man beim Angstpaket, aber auch beim Suchpaket im Bereich der sozialen Ängste arbeiten kann, wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Ich möchte euch zeigen, wie es dann weitergehen kann, also wie man das Ganze System auch nutzen kann, auch was es kostet. Ich habe jetzt hier schon unsere Webseite aufgerufen, vrcoach.at. Das, was ich jetzt gezeigt habe, ist das vrcoach Smart System. Ja. Das besteht aus einer Hardware, das ist ein spezieller Gaming-Laptop und eine VR-Brille mit Kabelverbindung, aber das sieht man hier nicht, aber es ist mit Kabelverbindung, es ist wichtig auch, dass die Performance gut läuft. Und natürlich mit den zwei Controllern. Ja. Und neben der Hardware braucht man eben die entsprechenden Softwarepakete.
Und da gibt es welche für Phobien, für Süchte, für Zwänge. Und wenn wir jetzt über soziale Phobien reden, dann ist natürlich das Phobiepaket und wie gerade vorgestellt, das Suchtpaket interessant. Wenn Sie eine Klinik sind, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie hier auf diesen Button klicken, speziell für Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Grundsätzlich ist es so, dass man die Software abonnieren kann, also die Hardware muss man kaufen. Die Kosten, das ändert sich ständig jetzt leider. Die Hardwarepreise gehen leider auch alle 2 bis 3 Monate etwas nach oben. Dann müssen Sie circa mit 2000 Euro rechnen für den Computer und für die Vollabbrille. Die Software können Sie abonnieren. Ja, das ist vor allem für Privatpraxen interessant. Also das Phobie-Paket kann man abonnieren, das Suchtpaket nicht, aber zumindest das Angstpaket. Bei Kliniken ist es so erfahrungsgemäß, dass die eher selten was abonnieren. Ja, da bräuchten sie eine klinikinterne Kreditkarte und so weiter. Das ist technisch oft schwierig. Da haben wir eine lebenslange Lizenz eingeführt. Das heißt, man zahlt einmal einen Kaufpreis, den kann man hier anfragen für die Kopie, für das Kopiepaket, aber auch für das Suchpaket. Und dann machen wir ein Angebot, ja, für eine lebenslange Lizenz. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie eine Privatpraxis sind und das Ganze abonnieren wollen, da haben wir Pakete vorbereitet, die das Ganze erschwinglicher machen. Ja, ich empfehle jetzt mal das Paket 1, Smart System für Neugierige. Hier ist es so, dass Sie das Phobie-Paket, das ist hier integriert, mal für 3 Monate abonnieren. Das kostet knapp 500 Euro netto plus Ihre Mehrwertsteuer, je nachdem, ob Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind, kommt es dann noch hinzu oder auch nicht. Das umfasst die gesamten Szenarien und Filme in dem Angstpaket, das Sie jetzt gesehen haben. Also auch alle spezifischen Phobien und so weiter, was noch alles drinnen ist. Und Sie können, ich klicke mal auf zum Paket, dabei die Hardware erstmal mieten für 3 Monate. Ja, man muss sie nicht kaufen. Und das ist wirklich ein extrem günstiger Preis. Also ich habe mir vor kurzem so von Fachhändlern die Mietpreise angesehen für eine vergleichbare Hardware. Da ist das eher der Tagespreis. Ja, und das ist hier aber der Preis für 3 Monate. Und nach den 3 Monaten können Sie entscheiden, ob Sie die Hardware kaufen wollen. Dann würden wir den Mietpreis auch abziehen, wenn Sie schon bezahlt haben. 1087 netto steht hier jetzt mal, also das wäre aktuell der Nettopreis für die Hardware. Und wie gesagt, für 96,67 ist der Abo-Preis alle 3 Monate für das Angstpaket. Da gibt es noch ein Buch, das dieses Jahr erschienen ist bei Springer Nature mit einigen sehr renommierten Autoren, das geben wir auch gratis dazu. Ah ja, hier haben wir noch den Fingersensor, wenn Sie in Echtzeit die Biofeedback-Daten möchten. Der Sensor kostet 600 Euro oder Sie mieten ihn auch dazu in den ersten 3 Monaten für 120. Aber für das Mindestpaket, das Sie brauchen, das ist die Software und die Hardware-Miete. Also so für knapp 800 Euro sind Sie mal für 3 Monaten bestens ausgestattet und nach den 3 Monaten können Sie entscheiden, ob Sie weitermachen. Das Besondere ist auch, Sie können hier wählen, ob Sie das Paket sofort wollen. Sie können aber auch einen Wunschmonat eingeben. Und dann kriegen Sie es erst nachher. Ja, weil vielleicht wollen Sie es heute unbedingt bestellen. Da freuen wir uns natürlich, würden wir Ihnen auch empfehlen, dass Sie nicht zu lange zögern. Das Produkt ist wirklich top und das Thema VR-Therapie ist auch heiß und immer evidenzbasierter. Also auch in dem Buch, das wir dazugeben, gibt es zahlreiche Studien, die das auch belegen. Aber vielleicht wissen Sie noch nicht, wann Sie es das erste Mal einsetzen. Deswegen könnten Sie hier auch einen späteren Zeitpunkt auswählen. Ja. Also das ist wirklich eine sehr, sehr preiswerte Möglichkeit, mit einem derartig umfangreichen und auch interaktiven Produkt zu arbeiten. Also da sind wir nicht umsonst im deutschsprachigen Raum auch wirklich vorn dabei. Also immer wenn wir in einer Klinik wo eingeladen werden, wo es ein Auswahlverfahren gibt, wo oft 5, 6 Anbieter aus ganz Europa dabei sind, ist es oft so, dass wir diese Auswahlverfahren auch gewinnen und die Klinik sich dann auch für uns entscheidet. Ja, also wenn Sie eine Klinik sind, wie gesagt, freue ich mich über Ihre Anfrage. Dann kann ich Ihnen ein Angebot machen für die lebenslange Lizenz. Da sind übrigens auch alle Updates inkludiert. Also wenn Sie Abonnentin sind oder Abonnent und es gibt ein Update, ja, das heißt neue Funktionen, neue Filme, neue Szenarien,
Dann wird das ausgespielt, das können Sie dann ganz unkompliziert updaten, Ihre Software, dann haben Sie mehr Inhalte. Und wenn Sie es hier kaufen in Form dieser lebenslangen Lizenz, dann haben Sie diese Updates auch 5 Jahre lang im Preis enthalten. Ja, danke, dass Sie bis jetzt dabei waren. Ich hoffe, Sie haben Ideen bekommen auch, wie Sie Ihre Behandlung erweitern können mit VR, vielleicht auch mit unserem System. Und freue mich, wenn ich bald von Ihnen hören darf. Okay? Dankeschön, alles Gute, bis bald.